Moin Leute, hallo und herzlich willkommen zu The Legend of Zelda Majora's Mask 3D. Hier ist wieder euer Ali. Wir sind gerade auch nochmal in Unruhstadt und müssen noch die restlichen Kiddies, die sich Bomber nennen, noch fangen und oder halt finden. Wir haben gerade jetzt den zweiten von vier. Jag uns nicht, Hund, du nervst. Und wir müssen dann auf jeden Fall noch die restlichen finden, wie gerade gesagt. Und wenn wir dann alle finden, kurz bevor der zweite Tag anbricht, sagen sie uns den Code. Mal schauen, ob wir das auch machen können. Beziehungsweise nicht machen können, na. Die Kiddies finden auf jeden Fall. Müssen wir uns halt gründlich umgucken. Vielleicht könnt ihr auch hier oben einer sein. Und hier ist natürlich einer. Du hast mich gefangen. Jetzt sind nur noch zwei übrig. Das ging schnell. Oh nein. Die Dämmerung bricht jetzt gleich an. Nacht des ersten Tages. Es bleiben 60 Stunden. Okay. Keine Panik. Wir haben noch den ersten Tag. Wir haben noch die ganze Nacht noch zu suchen. Aber es sind ja nur noch zwei. Das müssen wir auf jeden Fall noch schaffen, weil sonst hier müssen wir alles wieder von vorne machen und das wäre nicht gerade so gut. Ich glaube irgendwie gerade nur durch die Gegend und hab Langeweile. Mann, suchen! Nicht durch die Gegend rumlatschen. Mach mal hier. Komm schon. Wo könnten noch welche sein? Ich will dich nicht ansprechen. Nee, ich will dich wirklich nicht ansprechen. Ich habe zwar 55 Rubine, aber naja. Wird schon. Wie viele waren jetzt noch zwei? Das müsste jetzt der vorletzte sein, glaube ich. Na komm, sprech ihn an. Hallo? Jetzt. Ja, noch einer. Okay. Wir lassen uns jetzt aber extra jetzt keine Zeit, sondern bewegen unsere Degu-Beine einfach weiter, um den letzten Bomber zu finden. Oh Mann, ey. Geh mir nicht auf die Nerven. Mann. Hund. Ich glaube, der Hund hat auch keine Erziehung genossen. Ach Mann. Wo könnte der letzte hier noch sein? Verdammt. Warte mal, da oben habe ich doch, glaube ich, sogar schon gesucht, oder? Ich schätze schon. Wenn ich aber trotzdem jetzt hier scheitern werde, deswegen, ey. Oh, nee. Nee. Wenn ich daran jetzt schon denken muss, ey. Na. Wo könnte der letzte Bomber sein? Wo könnte der letzte Bomber sein? Wo ist er denn hier bloß? Mal ganz ernsthaft, wo ist denn der? Ich mach doch gar nichts Verbotenes, wirklich nicht. Ja, aber so wie du aussiehst, wirst du gleich bestimmt irgendwas machen. Ey. Jetzt habe ich wirklich ein bisschen Zeitdruck. Was soll der Scheiß? Wo ist der letzte? Komm schon! Wo bist du? Nee, na, die Schilder helfen auch nicht weiter. Nee, kann er nicht so richtig springen. Jetzt wird's ein bisschen knifflig. Shit. Wo könnte der jetzt noch sein?
Warte mal, ich guck mal hier beim Waschplatz. Also wenn da der dann da nicht ist, dann weiß ich es gerade gar nicht. Ich höre doch was. Ah! Komm schon, da bist du! Oh, danke! Danke. Du bist gut zu mir. Du bist ein ziemlich gut drauf für einen Deko-Kerl. Wärst du nur ein Mensch, dann könnte ich dir ein Notizbuch geben und dich zu einem vollwertigen Mitglied machen. Was denkt ihr, Leute? Auf keinen Fall, keine Dekos. Tja, wir haben einmal ein nichtmenschliches Kind aufgenommen und, Junge, haben wir das bereut. Tut mir leid. Aber wie versprochen, verrate ich den Code. Aber ich werde ihn aber nur einmal sagen, also pass gut auf. Bist du bereit? Okay. Der Code lautet 13542. Der Eingang zu unserem Versteck befindet sich in Ost-Unruhestadt. 13542. 13542. 13542. 13542. 13542. Okay. 13542. Okay. Am besten, wir werden dann jetzt gleich mal dorthin gehen, würde ich sagen. Und wenn es schon ein kleines bisschen spät ist, aber egal. Die Nacht ist ja noch jung. Was war es nochmal? 13, 54, 2. Okay. Wenn ich ihn mal vergesse oder so, ich glaube, bei irgendeinem Bomber kann man, glaube ich, hingehen und da wird der Code, glaube ich, nochmal gesagt, aber ich bin da jetzt nicht so sicher. 13, 54, 2. 13, 54, 2. Okay. Okay. So, hier sind wir auch schon. Und reden mal mit ihm, weil er ist der, der den Weg versperrt und ihm auch den Code überbringen müssen. Sozusagen. Wenn du hier vorbei willst, musst du mir den Code sagen. Okay. Oh, das stimmt. Du kennst den Code. Das heißt, du bist ein Mitglied. Okay, du darfst passieren. Und wehe nicht. Es gibt jede Menge cooles Zeug im Haus, dieses Sternentypen. Oh, und, es lebe der Bruderschaft der Bomber. Na klar. Ist aber trotzdem irgendwie cool, dass sie mir trotzdem irgendwie den Code geben oder so, obwohl man auch Mitglied von denen sein muss, wenn man ein Mensch ist. Und sagen trotzdem den Code. Ja, großzügig, würde ich mal sagen. Das war dumm. Das war dumm. Jetzt muss uns Teil auch noch irgendwas sagen, weil ich so dumm war. Also hör mal, dein Körper mag aus Holz sein, aber ein bisschen musst du schon aufpassen. Du müsstest 5-mal auf dem Wasser hüpfen können, bevor du untergehst. Sei vorsichtig. Ja, Talia, ich weiß doch Bescheid. Bleib mal ganz ruhig. Ich weiß doch Bescheid. So dumm bin ich jetzt auch oder nicht? Ob man bei der Skuldule auch so auch angreifen kann? Boah, mega geil. One-Hit-Kill. Cool. Ist ja mal krass. Ich glaube, so kommt man auch nicht weiter, sondern kaputt schießen. Mal auch ein paar Krüge zerstören, bekommen auch ein bisschen Energie, das ist gut. Hier nochmal ein paar Rubine. Naja, das geht so. Klettern wir mal eine Leiter hoch und sind jetzt im Observatorium angelangt. Ach ja, die Vogelscheuche aus OOT, wo man auch durch irgendwas auch so ein bestimmtes Lied erlernen kann.
Yo, hey Baby, ich bin eine wandernde Vogelscheuße auf der Suche nach schöner Musik. Die Zeit wird wie im Flug vergehen, wenn du mit mir tanzt. Wenn du Lust hast, dann lass uns die Zeit vergessen und bis zur Dämmerung tanzen. Wollen wir tanzen? Nein! 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 Bitte nicht! Sieh an, welch ein merkwürdiger Geselle kommt da in mein Haus. Bist du ein Freund der Bomberbande? Auf jeden Fall scheinen deine Manieren wesentlich besser zu sein, als die von diesem Rabauken, der zuletzt hier war. Dieser ungezogene Unruhestifter hat gesagt, er würde meine Instrumente zerstören. Er sagte, er würde meine Mondrinne stehlen. Er war völlig außer Rand und Band. Jetzt ist er wohl in der Nähe des Uhrturms und sorgt dort für Unruhe. Willst du einen Blick durch mein Teleskop werfen? Na klar. Wir können ja einen Blick riskieren. Okay, mit Umsehen, mit Schiebepad. Zoom. Mit jeweils A ranzoomen, B zurückzoomen. Oh. Naja, Horror-Kid, hier, mach deine Tänze nach. Weint der Mond? Okay, es würde halt nicht umsonst Mondtränen heißen, aber vielleicht ist der Mond ja traurig und will eigentlich nicht einschlagen. Kann ja auch sein. Was mich interessiert, wo könnte immer der Lichtstrahl immer dorthin führen? Das ist unlösbar. Hast du den Unruhestifter gefunden? Und dieser laute Knall, was war das? Vielleicht ist eine weitere Mondträne zur Erde gefallen. Geh durch diese Tür und schau dich draußen um. Ich frage mich, wie dieser Störenfried auf das Dach des Uhrturms gekommen ist. Der einzige Weg nach oben führt durch eine Tür, die sich du am Vorabend des Karnevals öffnet. Ja, das Horror-Kid ist bestimmt jetzt nur deswegen da oben noch so durch die Macht der Majora's Maske. Hat bestimmt irgendwelche telekinetischen Kräfte. Und kann einfach so nach oben. Und so. Muss der Bildschirm immer kleiner werden? Platzangst! Ja, genau. Dämmerung des zweiten Tages. Es verbleiben 48 Stunden. Boah, der zweite Tag ist angelangt. Jo. Da wollen wir erstmal wieder raus. Raus aus dem ganzen Zeug hier. Mondträne haben wir. Warte mal. Mondträne. Ich bin blöd. Ich habe die Mondträne vergessen. Aber das würde ich sagen, machen wir im nächsten Part. Dann würde ich erstmal sagen, das war's für heute. Dann bis zum nächsten Mal. Bei Majora's Mask. Bis zum nächsten Mal. Euer Ali. Ciao.